Herzlich willkommen zu Mogis Daily Heroic, dem Nerd-Tagebuch. Ja, es ist vollbracht übrigens, schon mal so weit vorweg. Aber kommen wir zuerst zum WoW-Teil. Ich freue mich, Paragon hat jetzt auch 7 von 8 und ich habe mich gestern auf dem Stream schon festgelegt, ich sag, Paragon macht EU First 8 von 8. Bin ich mir sicher. Die Jungs und Mädels werden da ausrasten und holen sich zumindest noch den europäischen First Kill. Da lege ich mich fest. Ich drücke denen ganz fest die Daumen und ja, ansonsten, der richtige World First ist weg. Die Spekulationen sind immer noch groß und über das Class-Stacking wird auch immer die ganze Zeit diskutiert. Meine Meinung ist halt, naja, es geht. Es ist kein Exploit oder so. Trotzdem finde ich es halt nicht cool. Ja, also, wenn ich jetzt selber noch aktiv, sag ich mal, im Geschäft so dabei wäre, das wäre schon doof. Irgendwie. Also, dann gibt es wieder irgendwann einen Encounter, wo man 600 Priester braucht wahrscheinlich. Und naja. Das ist sowas, was mich nicht so wirklich freuen würde. Weil man will ja eigentlich immer seinen Char spielen. Ich habe das ja schon mal auch in einem anderen Daily Heroic erklärt. Ich denke mal, das trifft es ganz gut. Ja. Ja, das war's schon WoW-technisch. Schwenken wir rüber zum Star Wars The Old Republic Teil. Ich bin 50. Yippie. Gestern 50 geworden. Oh mein Gott. War eine ganz schöne Qual dann noch, muss ich sagen, am Ende. Ja. Aber es ist vollbracht. 50. Jetzt bin ich auf Heal geskillt, hat ultra Spaß gemacht. Also wir haben auch eine Instanz gemacht, damit ich 50 werde. Das hat auch super Bock gemacht schon, muss ich sagen. Wobei es immer noch so kleine, leichtere Bugs gibt, die mich ein bisschen nerven. Aber ansonsten passt das eigentlich schon, also so schlimm ist es nicht. Ja, mal gucken, was heute gemacht wird. Also, wir hätten jetzt 850er, aber natürlich jetzt kein krasses Setup oder so, was richtig gut wäre. Schauen wir mal. Vielleicht können wir heute eine Runde operieren gehen, also eine Operation machen. Mal abwarten. Ansonsten muss ich jetzt meine Berufe noch ein bisschen nachziehen und verbessern, dass ich dann vielleicht auch die Sachen da erlerne. Und BGs werde ich bestimmt jetzt noch machen. Das macht mir einen Riesenspaß. Werde gleich mal ins TS hüpfen dann und sagen, hey, was geht und so, ne? Oh, Mann, 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 ich bin müde. Ist übrigens, muss ja mal sagen, wie spät es ist, ne? 11:02 Uhr am 23. Dezember ist es jetzt. So. Ja, das heißt, Stream wird wahrscheinlich gleich bald angehen. Und ja, ansonsten schauen wir uns jetzt mal das Endgame an. Das heißt, es ist nicht mehr lange und es ist nicht mehr weit, sozusagen. Dann kann ich euch endlich auch über das Endgame berichten. Das heißt, ich kann sagen, wie sieht's aus mit Raids? Macht das Spaß? Macht das keinen Spaß? Und so weiter und so fort. Ansonsten habe ich das PvP-Gear, habe ich gestern gesehen, braucht man irgendwie so Marken für. Entschuldigung fürs Gehen. So ist das nun mal, wenn man aufsteht. Aber ich weiß noch gar nicht, wo ich die herbekomme. Das heißt, ich muss das alles jetzt noch so ein bisschen erforschen auch. Freue mich total drauf. Der Pax hat mir riesig geholfen. Riesen Dank an dieser Stelle. Und ich habe noch was. Also SWTOR ist jetzt eigentlich, sag ich mal, okay, ne? Level 50. Mal schauen, was ich so machen werde. Schaut auf jeden Fall auf dem Stream ab und zu vorbei. Aber eine allgemeine Sache. Happy Birthday Alex, aka Seli, ja? Spitzname von mir Selex, weil ich das immer nämlich durcheinander bringe. Also mit den Namen kommen, habe ich mich mal versprochen und so. Er hat heute Geburtstag und ich habe auf Facebook bei mir, auf facebook.com/mogilive, auch das geschrieben, dass er Geburtstag hat. Und ich würde mich super, super freuen, wenn ihr da vielleicht mal vorbeischaut und einfach ihm einen Kommentar hinterlasst und ihm auch mal gratuliert. Ja? Also da müssten ja theoretisch massiv viele Leute und massiv viele Kommentare sein.
wenn ich weiß, wer der Seli ist, was halt wirklich nicht möglich ist, wenn man sich eigentlich die Staley anhört, sollte man das wissen. Der Seli ist ein Mod von meinem Stream, also der auf den Chat so ein bisschen mit aufpasst. Und er hat alle Grafiken immer für mich gemacht. Ja? Also das Bild, was ihr jetzt auf YouTube quasi auch seht, auf dem Stream das Chat-Overlay und so weiter und so fort. Ich bin ihm dafür riesig, riesig dankbar. Und wie gesagt, er hat Geburtstag. Ich hoffe, er freut sich dann ein bisschen. Und ja, wäre nett, wenn ihr das machen könntet. Wäre super. Ne? Ja, das war's dann auch schon. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich hoffe, dass ihr natürlich auch morgen wieder das Daily euch anhört und nutzt die letzte Chance. Also heute und morgen ist ja die letzte Chance fürs Adventskalendertürchen von Kerak und Smasher. Ansonsten schaut auf jeden Fall beim Stream vorbei. Jetzt wird's interessant. Jetzt können wir uns den Endgame-Content angucken in Star Wars. Ich bin gespannt, wie es ist. Ja, ansonsten, BioWare braucht Addons. Also muss Addons zulassen. Alle sind am. Also das ist das, was den meisten Leuten auf den Keks geht, sagen wir es mal so. Naja. Gut, das war's dann auch schon für heute. Auf jeden Fall heute etwas kürzer. Ich sag mal, tschüss, ciao, ciao, bye bye, euer Mogi.